Zukunftsbündnis palästinensischer Gemeinde in Deutschland, Bonn e.V., Arbeitskreis Israel Palästina, Deutsch-Palästinensischer Frauenverein, Deutsch-Palästinensische Gesellschaft, Regionalgruppe Rhein-Süd, Palästinensischer Studentenverein Bonn e.V. und das Institut für Palästinakunde e.V. Wir haben uns vorgenommen, in diesem 60. Jahr in verschiedenen Veranstaltungen und Veranstaltungsformaten darauf hinzuweisen, eben auf diese unterdrückte Seite sozusagen der 60 Jahre Entwicklung Israels durch Diskussionsveranstaltungen, durch Ausstellungen, Filmreihen und so weiter und ein rauschendes Fest, wenn es denn hoffentlich auch rauschen wird, Ende August, 29. August auf dem Bonner Münsterplatz, wo wir Vitalität, den Lebensmut der Palästinenser nochmal sozusagen auch leibhaftig zum Ausdruck bringen wollen. Für heute haben wir die Ehre, zwei sehr kundige Referenten unter uns zu haben. Wir hatten ursprünglich in der Planung auch die israelische Botschaft angefragt, ob sie eine Referentin zu dieser Veranstaltung beschicken könne. Das ist leider aus Termingründen abgesagt worden. Aber gut, nun haben wir heute unter uns Herr Dr. Hubert Neudeck. Den brauche ich, glaube ich, nicht weiter vorzustellen. Den wir anwesend als jahrzehntelangen Erfahrungen in Krisengebieten gestellter humanitärer Helfer und aber auch stets mahnender Journalist für die Deutsche Welle, für den Deutschlandfunk. Man hört ihn alle Nase lang sozusagen, wo immer es brennt. Herr Neudeck wird an die Strippe genommen. Und wir haben unter uns Herrn George Rashmani, Vorsitzenden der Palästinensergemeinde in Deutschland und aber auch des Vorstand der Palästinensergemeinde in Deutschland und Vorsitzender der Palästinensergemeinde Bonn. Die beiden Herren werden aus ihrem jeweiligen Blickwinkel, aus der deutschen, aus der palästinensischen Perspektive, einen kurzen Rückblick auf die vergangenen 60 Jahre und auf die Gegenwart bzw. auch möglicherweise einen Ausblick auf die Zukunft tätigen. Ich möchte aber noch ganz kurz, bevor wir anfangen, bevor wir Herrn Neudeck bitten, ans Pult zu kommen, eine kleine Anekdote aus der Frankfurter Rundschau zitieren, in der auf eine Aktion der Palästinenser